Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Erzgebirge Aue. Rot-Weiß Essen hat das Spiel 2:1 gewonnen. Die Tore wurden erzielt von Bastians und Rios Alonso. Für Aue hat Schreck getroffen. Das Spiel haben 16.070 Zuschauer gesehen. Ergebnisse von anderen Plätzen haben wir heute nicht, war ja schließlich das Topspiel. Und deswegen darf ich jetzt die beiden Trainer begrüßen, nämlich unseren Gast Timo Rost und Christoph Dabrowski. Und Herrn Rost bitte ich, zuerst seinen Kommentar zu sprechen. Ja, Glück auf zusammen zum Spiel heute. Wir haben uns natürlich was komplett anderes vorgenommen, ist klar. Freitagabendspiel, Flutlicht, tolle Kulisse. Zwei Mannschaften, die in ihrer Punktausbeute noch nicht so performt haben, wie sie es denn eigentlich vorgehabt hätten. Deswegen war es für uns wichtig, nach dem Derby gegen Dresden wäre es wichtig gewesen, heute nachzulegen. Zumindest mit einem Punkt, idealerweise mit 3 Punkten. Und was mich aber heute stört, ist was anderes. Und zwar, dass wir heute in meiner Mannschaft, vor allem was die Zweikampfführung bei Standards angeht, unter der Woche das trainiert haben, angesprochen haben und heute 2 Standard-Gegentore kassieren auf eine Art und Weise, wo ich sage, das geht so nicht. Und da muss ich echt sagen, bin ich heute sehr enttäuscht, dass wir dieses Spiel heute hier nicht Minimum mit einem Punkt mitnehmen. Zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir ja alles probieren, nach vorne zu spielen, mehr Druck zu entfachen, haben das 1-1 gemacht und wollten natürlich dann auch das 2-1 machen. Und dann kommt eben wieder eine Standard zum 1-2 aus unserer Sicht und das ist sehr, sehr ärgerlich. Die Mannschaft hat bis zum Schluss dann alles probiert, das ist sehr positiv, um Minimum noch einen Punkt mitzunehmen. Haben aber leider nicht mehr geschafft und deshalb, Christoph, Glückwunsch an dich und an deine Truppe zum Sieg. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Rost. Und dann bitte ich Christoph Dabrowski um sein Statement. Ja, guten Abend zusammen. Rosso, danke dir für die Glückwünsche. Ich kann natürlich verstehen, dass du oder was in deinem Kopf vorgeht. Ja, uns ist es nach langer Zeit gelungen, den ersten Sieg zu holen. Wir sind sehr erleichtert, jetzt mal den Bock umgestoßen zu haben. Ja, aber mir ist schon klar, dass die Jungs von Aue da drüben in der Kabine sitzen, wie die betröppelten Jungs und total enttäuscht sind. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, mit welcher Energie sie aufgetreten ist, mit welcher Geschlossenheit. Ja, und mit welcher Präsenz in der Defensive in die Duelle reinzugehen, auf den zweiten Ball da zu sein. Ja, wir wussten, dass Aue sehr unangenehm ist. Eine Mannschaft auch, die individuell gute Spieler drin hat. Und die Basis war dieses Verteidigungsverhalten und diese Energie, die wir auf den Platz bringen wollten. Dass dann so ein Drittligaspiel durch 2 Standards entschieden werden, das ist eine Qualität. Und das war heute der Weg zum Ziel für uns. Ja, und ja, ich bin stolz auf meine Jungs, ja, dass sie auch nach dem schnellen Ausgleichstreffer in der zweiten Halbzeit dran geblieben sind, dran geglaubt haben und bis zum Schluss mit einer Power und Energie auf den Platz gebracht oder eine Power und Energie auf den Platz gebracht haben, dass die Leute auch begeistert waren. Und deswegen war es, glaube ich, ein sehr intensives Spiel, ein begeisterter Fußballabend und davon wollen wir mehr sehen in Zukunft. Ja. Und Rosso, euch alles Gute. Behalt den Kopf oben. Ich bin überzeugt davon, dass ihr auch zeitnah eure ersten Punkte oder euren ersten Dreier holen werdet. Alles Gute für euch. Danke. Ja, danke, Christoph. Haben Sie noch Fragen an die beiden Trainer? Herr Wilhelm. Ja, doch, ja. Rios Alonso war unter den Torschützen. Wann ist denn die glorreiche Idee gekommen, ihn nach langer Zeit wieder in die Abwehr einzubauen? Vor allen Dingen, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, vor 2-3 Tagen abends saß ich zu Hause beim Glas Wein und da kam mir die Idee, dass der Alonso eigentlich seit Wochen mit einer Leidenschaft und Enthusiasmus trainiert und immer für die Mannschaft in der Energie da ist. Und ich bin total überzeugt davon, dass das Leben einen immer wieder belohnt. Ja, man muss halt nur hartnäckig dranbleiben und hart arbeiten. Und deswegen freue ich mich riesig für Enne, dass er sich nicht nur mit einer extrem robusten Leistung und Zweikampfstärke belohnt hat, sondern darüber hinaus auch noch den Siegtreffer erzielt hat. Ja, deswegen überragende Leistung und
Es war sehr vorbildlich heute. Ja. Ja, Herr Tarowski, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Jetzt haben Sie heute drei der Neuzugänge, Fandrich, Götze und Wiegel, direkt in die Startelf gestellt. Wie haben Sie die Leistung der drei Spieler gesehen und war Ihnen von Anfang an klar, dass Sie auch direkt auf die drei bauen werden hier im ersten Spiel, im ersten Heimspiel? Ja, ich denke, man hat gesehen, dass die Jungs uns von der Erfahrung einfach eine gewisse Stabilität von Beginn an auf den Platz gebracht haben. Und für mich war es eigentlich relativ schnell klar, dass alle drei beginnen. Und ich denke, bei den einen oder anderen ist noch schon noch Luft nach oben. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass sie erst wenige Tage im Training sind. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass sie uns geholfen haben, heute den ersten Schritt zu machen, also den ersten Dreier. Und jetzt geht es darum, dass wir weiterarbeiten, ja, dass wir einen noch besseren Rhythmus bekommen, dass sie sich noch besser einspielen, um der Mannschaft noch mehr zu helfen. Aber auf jeden Fall waren sie alle drei ein Gewinn für unsere Mannschaft. Herr Dabrowski, ich habe eine Frage. Jetzt hat dieser Sieg ja wahrscheinlich sehr viel Aufwind gegeben, war moralisch wahrscheinlich sehr wichtig. Was meinen Sie, worauf kommt es jetzt an im Blick auf das nächste Spiel und auf die nächsten Wochen, dass man diesen Wind weiter mitnimmt? Ja, ich denke, der Trend ist schon seit ein paar Spielen zu erkennen bei uns. Ja, allerdings war immer ein Quäntchen da, was uns im Weg stand. Ja, also die letzten 5% haben in irgendeiner Form gefehlt und die haben wir heute gefunden. Ja, durch zwei Standards war das entscheidende Element heute. Und ich denke, dass das ein Brustlöser sein kann. Ja, auch vor allem die Art und Weise, wie wir hier zu Hause auftreten. Ja, das ist schon draußen an der Linie schon begeisternd für mich gewesen. Ja, wie die Jungs marschiert sind und wie die Menschen hier abgegangen sind. Und das ist die Basis für das Ganze. Ja, und jetzt müssen wir das erstmal kurz sacken lassen und Montag dann wieder anfangen, Richtung Osnabrück zu arbeiten, weil Sie sehen, jedes Spiel ist auf Messerschneide. Wir müssen uns das brutal erarbeiten und deswegen glaube ich, dass uns dieser erste Heimsieg heute sehr helfen wird für den weiteren Weg. Ja, weitere Fragen scheint es dann nicht zu geben. Dann ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier im Stadion an der Hafenstraße. Tschüss.